Ich darf gleich begrüßen den Markus Sumsow vom aktuell SV Wittendorf, der dort als Spielertrainer fungiert. Und alles weitere, genauere, werden wir gleich mit ihm im Gespräch klären. Elisa ist auch da wegen Markus. Guck mal, ah, das ist ja brutal. Hey, Auto! Servus! Hi! Hallo Marco, kannst du uns sehen und hören? Ja, wunderbar. Perfekt, das ist immer die erste Frage, da haben wir die Technik geklärt. Wo kriegen wir dich gerade? Auf welchem Balkon, auf welcher Terrasse sitzt du? Ich sitze bei mir im Garten. Träumchen. Hab so ein kleines Paradies für meinen Kleinen gezaubert, so mit Kletterturm. Hinter uns seht ihr auch das große Trampolin. Geil. Ja, Und Fußballtor gibt mit es da drüber auch noch. so, das war meine Frage gewesen. Haben wir alles. Nur uns fehlt noch das Netz. Das ist, ja, ihr wisst ja selber, wenn man aufs Tor schießt und da kommt dieses Netzgeräusch nicht, dann ist Das scheiße. ist echt Genau. kacke. Weil da muss man sehr oft laufen, wenn man dann immer schießt. Oder man braucht viele Bälle. Ja, Ja, das haben wir auch. aber gut. Okay. Marco, wie seid ihr vorbereitet aufs Spiel heute gegen Güntringen? Mega, mega. Wir hatten am Freitag Einstandsfest. Weltklasse, erste, zweite und dritte Mannschaft gemeinsam Einstandsfest mit neun Neuzugänge im gesamten Verein. War überragend. Okay, also dann machen wir mal den Vergleich. Wir hatten das in Rottenburg auch am Freitag. Bei uns mussten die Neuzugänge singen. Was gab es bei euch für ein Ritual? Einige, also die Neuzugänge waren in Zweierteams und mussten dann ein Lied performen. Nicht nur singen, sondern auch Performance-like richtig abliefern. Und dann gab es noch ein paar Challenges, die Neuzugänge machen mussten. Jetzt bist du bist ja selber Neuzugang, oder? Ja, eben. Okay, also dann klär uns auf. Welches Lied gab es bei dir? Wir haben noch einen, der auch über 30 ist, der wieder zu uns kam. Und dann mussten wir zwei Oldies in Anführungszeichen, wir sind alle über 40 performen. Alter Geil. Klassiker. Ich habe mich richtig gefreut, als ich das Lied gehört habe. Nicht, natürlich. Weil den Text zu lernen war echt, ja. Hätten wir besser Geil. vorstellen können. Okay. Dann letzte Frage zu dem Thema: Gibt es davon Video- oder Beweismaterial? Bestimmt. Ich habe es noch nicht gesehen. Aber gibt es definitiv. Okay, Chat, wenn jemand Zugriff auf dieses Material hat, gerne zukommen lassen. Niemals, niemals. Von Moritz gibt es übrigens von Freitag die ähnliche, weil Moritz musste auch performen und da gibt es auch Videos. Also man könnte auch da was leaken, Moritz, wenn du da Bock drauf hast. Ich weiß, ja, ich habe es gesehen. Wobei ich fand meine Performance 10 von 10. So, Marco, lass uns mal ein bisschen über deine Person sprechen, bevor wir hier lauter Kabinenfeste resümieren. Also ich habe auf dem Zettel Holzhausen, Wachendorf, ich gucke gerade selber durch. Holzhausen, Wachendorf, jetzt Wittendorf. Was gab es davor noch? Was soll danach noch kommen? Wo kommst du eigentlich her? Wo ich herkomme ursprünglich, ich sage immer, ich bin Balinger, Jo. bin aber ursprünglich Geislinger bei Balinge. Habe dann Albstadt-Jugend durchlaufen, weil die damals noch besser war. Dann bin ich nach Balinger in die Jugend und dann dort auch in zweite Mannschaft, erste Mannschaftskader. Ja. Und dann habe ich 2 Jahre lang aufgehört, Fußball zu spielen. So mit 20 habe ich erstmal die Schuhe an den Nagel gehangen und bin dann nach Bochinger. Ich kannte das Dorf vorher selber gar nicht, weil einfach die Zeitung aufhört, so hinter Bickelsberg-Prittheim hört Zeitung auf, Zollernalbkreis. Und dann hat ein alter Kumpel, das Serhan, hat zu mir gesagt, komm nach Bochinger. Ich so, hä, wo ist Bochinger? Will ich mich eigentlich verarsche? Ich fahre doch keine 100 Kilometer zum... sagte, was, Bochinger, das ist 10 Minuten von dir. Ja, alles klar. Und dann habe ich wieder angefangen zu kicken und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, alle 2 Jahre will ich wieder eine Liga hoch. Habe in der Bezirksliga wieder angefangen und war dann ich glaube mit 28 war ich dann wieder in der Verbandsliga bei Albstadt. Oh, okay, großer Plan. Das ist eine sehr, sehr gute Überleitung für eine Frage, die ich später noch stellen will. Wieder hat dann deine Trainerkarriere angefangen, beziehungsweise wo? Beziehungsweise du warst, Eigentlich, also, also in ja. Wachendorf. Ich habe da schon 2, 3 Jahre vorher damit geliebäugelt, so ein bisschen in Richtung Spielertrainer zu machen. Ja. Habe mir da auch echt lange Zeit gelassen, habe viele Gespräche geführt mit verschiedenen Mannschaften, aber ich wollte halt einfach eine junge Mannschaft, die halt auch noch Bock haben, Sachen zu lernen und umzusetzen. Und dann, ich glaube, im dritten Jahr, ich habe 3 Jahre praktisch gesucht und habe dann mit Wachendorf jemand gefunden, wo der Altersdurchschnitt so bei 22, 23 war und das war dann einfach top.
Okay, und in Wachendorf warst du 2 Jahre? Drei, also Krass. zwei. Ich habe, ist ganz lustig eigentlich, ich habe bisher als Spielertrainer noch keine einzige Saison zu Ende gemacht. Ja, das ist ja diese Corona-Zeit gewesen, Naja, richtig, das waren gell? zwei Corona-Jahre und dann im dritten war er ja, gegen Ende, waren meine Dienste ja nicht mehr gebraucht. Ja, aber dann lass uns gleich mal darüber sprechen. Wie kam es denn jetzt zum Wechsel nach Wittendorf, beziehungsweise wie ging es dann in Wachendorf zu Ende? Also es waren 3, nennen wir es mal, zerrupfte Jahre, wo ja irgendwie auch die Saisons immer nicht so richtig geendet haben. Ich meine mich zu erinnern, dass die Saison zwar zu Ende gespielt wurde, aber Wachendorf, ich sag's jetzt einfach mal so, ein bisschen in der Rückrunde letzte Saison, das Spielen irgendwann aufgehört hat. Ja, Wie war es denn aus deiner Sicht? so können wir es ausdrücken. Also grundsätzlich hatten wir halt einfach einen kleinen Kader. Wir waren halt irgendwann nur noch so 14 Spieler und davon zwei, die jetzt so in ihrem ersten Jahr aktiv waren oder maximal im zweiten aus der eigenen A-Jugend kamen. Und wenn sich dann halt zwei, drei Stammspieler verletzen, dann wird es halt einfach schwierig. Ja, die Rückrunde bitter gelaufen halt irgendwann, ist dann auch so. Man hat immer so das Gefühl, man ist noch oben dabei, man könnte es noch packen, dann kommt die eine oder andere Niederlage zur falschen Zeit und dann macht das natürlich auch was im Kopf. Wenn sich dann noch einer verletzt oder einer nicht da ist, dann ja, ganz häufig haben wir nach dem Spiel aber auch sagen müssen, wir verlieren 7-1, das war so unser Standardergebnis dann, müssen aber erstmal 4-0 führen oder 5-0 nach 30 Minuten meistens, machen die Tore nicht und kriegen dann hinten halt 2-3 rein. Ja, und dann ging das so seinen Weg. Bitter. Also für das, wie wir teilweise richtig guten Fußball gespielt haben, war es am Ende echt bitter. Hast du dann am Ende gesagt, du möchtest nicht mehr, oder wie wurde das kommuniziert? Wie ging es dann zu Ende? Nee, das war ja ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Fußballgeschäft, bisschen blöd, auch vielleicht von meiner Seite. Kann ich ehrlich sagen, bin eh ein ehrlicher Typ. Ich habe im Januar zugesagt, unter der Voraussetzung, dass wir zwei, drei Neuzugänge kriegen, plus einen neuen Co-Spielertrainer, weil der Adrian Dettling ja beruflich bedingt nicht mehr so wirklich da sein konnte. Und dann hat man einfach so im Verlauf gesehen, dass es wahrscheinlich nicht klappt mit Neuzugängen und mit Co-Spielertrainern, viele Absagen. Und ja, dann ging halt einfach nichts und ich habe gesagt, ich will nicht nochmal ein Jahr machen, wo ich vielleicht mal mit 7, 8 Mann im Training stehe. Und dann kam parallel praktisch das Angebot rein, einen Kader zu übernehmen mit 25, 28 Mann. Ja, und dann ging es so seinen Weg. Okay. Aber du sagst so ein neuer Kader, so ein, also du bist jetzt in Wittendorf, ein Landesliga-Absteiger. Merkt man das, dass es halt schon irgendwie dann aus der Landesliga-Runde doch nochmal ein bisschen was anderes ist, wie jetzt so eine Mannschaft, die lange in der Bezirksliga schon ist, wie Wachendorf? Ja, auf jeden Fall. Wobei, das muss man relativieren. Ich glaube, der große Pluspunkt, den wir in Wittendorf haben, ist halt einfach, dass es da so viele Spieler gibt. Und wenn du halt nicht Erste spielst, dann spielst du Zweite. Und wenn von oben dann runter geht, dann spielst du halt Dritte. Also da ist schon, ja, das ist halt so ein Durchreichen sozusagen. Das läuft schon immer so. Natürlich gibt es da Reibereien, aber das ist eigentlich echt ein Riesenvorteil, weil du dann halt wirklich so auf dieses Leistungsprinzip gehen kannst, was halt andere Vereine dann eher nicht so in dem Ausmaß haben. Das ist dann schon gut. Da würde mich interessieren, wir haben ja im nördlichen Schwarzwald und mittlerweile auch im Bezirk Alb, allgemein greift es um sich. Wir haben ganz, ganz viele Spielgemeinschaften, wo sich mindestens zwei oder sogar drei, vier Teams zusammenschließen, um gerade so eine Mannschaft zu stellen. Wie schafft es denn der SV Wittendorf als alleiniges Team, als alleiniger Verein in einem nicht so großen Dorf, drei Mannschaften zu stellen? Naja, das ist ja schon auch eine Kooperation Ja. in Wittendorf, vor allem jetzt auch in der Jugend. Okay. Ja. Lombach dabei, in der Jugend ist, glaube ich, Lustburg noch dabei und oh, da bin ich zu wenig in der Materie, aber also ganz alleine wäre das auch nicht möglich. Das sind dann so die umliegenden kleineren Dörfer. Und man muss dazu sagen, sie arbeiten halt wirklich sehr viel. Jeder hat so, also ich glaube, von den Strukturen her ist der Verein sehr, sehr gut aufgestellt. Und auch von den Menschen, die diese Positionen dann besetzen, den ersten Einblick, den ich da so haben kann, würde ich sagen, sehr, sehr professionell für einen Amateursport. Was bedeutet gute Strukturen in so einem Verein? Also man hört es ja ganz oft, aber was
Halt einfach klare Linien. So, jeder weiß, wo sein Bereich ist. Und dann aber trotzdem wird viel gesprochen, so gerade an der Linie, okay, was können wir denn da und da vielleicht noch besser machen oder wo können wir denn, was hältst du von dem und dem Spieler? Also da sind viele Menschen, die gemeinsam dann sagen, okay, lass uns das in die Hand nehmen. Und trotzdem weiß jeder, was sein Bereich ist. Du bist ja jetzt dorthin gekommen als Spielertrainer. Der Trainer von letzten Jahr Wittendorf ist ja aber immer noch da, oder? Ihr macht das jetzt gemeinsam. Also du kommst jetzt quasi zu ihm dazu. Genau. Der Zecke, falls du zuguckst, Grüße, aber ich glaube nicht, der baut gerade nebenher noch ein Haus. Daher, der ist, glaube ich, jetzt im 5. Jahr an der Außenlinie. Und das passt im Moment richtig gut. Wir diskutieren, wir können auch mal länger über irgendwelche Themen diskutieren. Da sind wir beide, glaube ich, ziemlich viel am Reden. Wenn dann die Mannschaft schon hört, ja, wir haben heute Spielersitzung, dann ist dann eher so, oh Gott, geht's heute wieder eine Dreiviertelstunde oder wie lange geht's heute? Nee, aber ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut. Sind beide ganz, ganz ehrlich. Also wenn uns was nicht passt, dann sagt er mir das und andersrum genauso. Und dann sind wir da auf einer guten Basis. Cool. Also du bist jetzt auch schon ein bisschen rumgekommen, hast einige Vereine, Erfahrung, viele Menschen kennengelernt, viele Strukturen kennengelernt. Hat sich da bei dir dann jetzt auch über die Jahre, ich nenne es mal ein Profil entwickelt, wo du auch einfach selber Anforderungen hast an den Verein, wo du sein willst? Also wie muss es denn sein, dass du funktionierst und was bringst du mit? Also jetzt auch im Gespräch dann mit Wittendorf, wie würdest du dein eigenes Profil dann beschreiben? Also es sind quasi zwei Fragen, was erwartest du von dem Verein und was bringst du selber mit? Also grundsätzlich ist mir das so drumherum eigentlich gar nicht so wichtig. Ich schaue mir immer die Spiele vorher an. Also ein, zwei Spiele gucke ich mir von der Mannschaft immer an. Ich gucke dann auf die Altersstruktur, weil das ist mir einfach am wichtigsten. Weil so auch die Erfahrung zeigt, dass so ab 28 aufwärts, also nicht, dass die nicht lernen wollen, manche sind da durchaus noch gewillt, was dazu zu lernen, aber es ist dann schwieriger, gewisse Muster, die sich vielleicht schon in ihrem Spiel drin haben, wieder rauszukriegen, wenn du ganz anderen Fußball spielen lassen willst. Und deswegen gucke ich eigentlich so grundsätzlich beim Verein eher nur auf die Altersstruktur und auf die Spieler und auf den Kader in der Regel. Zweite Frage. Habe ich schon wieder vergessen. Was dein Profil ist, dein eigenes. Mein Profil. Was für ein Trainertyp ist, zum Beispiel. Ich beschreibe es als, in der Kurzfassung sage ich immer so pädagogisch-psychologischer Ansatz, weil ich viel, viel kommuniziere, so auch von meinem Lehrerdasein, als Sportlehrer, halt in der Methodik ziemlich gut drin bin. Ich habe beim Gespräch mit Wittendorf habe ich gesagt, ich bin kein Braun, ich werde keine 40, 45 Tore schießen oder auch keine 75. Den Mehrwert, den er von mir kriegt, ist dann eher auf dem Trainingsplatz. Ich kann ein Beispiel nennen, wenn wir dreimal trainieren in der Woche, haben wir jetzt in den letzten 5,5 Wochen geguckt, also ich glaube viermal habe ich es angeboten, so ein Individualtraining, wo dann die Spieler sich melden können, die Bock drauf haben, vielleicht am Dienstag zusätzlich zu trainieren. Und dann gehen wir da halt in die Analyse rein. Dann sind da 5, 6 Spieler. Wir machen ein paar Übungen. Ich analysiere für mich, wo können wir sie vielleicht besser machen, was machen sie falsch. Körperhaltung, Fußhaltung und. Also einfach ganz normal, in Anführungszeichen, eine Analyse vom einzelnen Spieler, um dann zu gucken, hey, und wo willst du arbeiten, wo willst du vielleicht besser werden, welche Schwächen willst du ein bisschen besser werden oder auch in deinen Stärken besser werden. Und ich glaube, das ist so der Mehrwert, den ich auf jeden Fall mitbringe, so aus der pädagogischen Sicht. Und halt, weil ich einfach 24-7 Fußballer bin. Also es ist halt ständig im Kopf, wie kann ich noch meine Mannschaft noch besser machen oder den einzelnen Spieler. Das ist mir eigentlich so das Wichtige. Klar gehört der Erfolg auch dazu. Macht immer Spaß zu gewinnen. Aber Weiterentwicklung, ich glaube so Stillstand mag ich nicht. Naja, aber wenn ich kurz einhaken darf, das Thema Tore, du hast jetzt in 3 Spiele 5 Tore gemacht. Also da, Christian Braun hat auch wahrscheinlich in 3 Spiele 5 Tore gemacht. Ja, wenn man jetzt am Mittwoch aber in Bayersbronn gewesen wäre, dann hätte man schon auch mal wieder ein anderes Bild gesehen. 3, 4 klare, 100-prozentige, da war sogar eine aus 3 Meter dabei, die am Tischen geht. Das ist so ganz, ganz bitter. Aber das passiert.
Ich glaube, jeder Stürmer hat sowas schon mal erlebt. Siehe Mario Gomez, ich vergleiche das dann immer mit dem Gomez aus 3 Meter damals. Ich glaube, 4 Meter drüber. Nee, ja, ich kann schon auch Tore schießen. Aber ich bin halt mittlerweile auch 33, das darf man nicht vergessen. Da fehlt dann schon so die Spritzigkeit auf den ersten 3 Metern oder man ist nicht mehr ganz so technisch stark wie früher. Ja, weil einfach die Prioritäten woanders liegen. Auf der Entwicklung von der Mannschaft, wo du dich dann vielleicht auch mal im Training einen Ticken mehr rausnimmst, um den einzelnen Spieler vielleicht auf die Seite zu nehmen. Ja, und da kommen dann viele Dinge dazu. Ja, aber bisher passt es, glaube ich, ganz gut. Ist ja schon auch die Frage, was denkst du, wenn man jetzt eine Mannschaft fragen würde, die kriegt einen neuen Spielertrainer, was wollt ihr von dem? Wollt ihr, dass der euch 40 Tore schießt in der Saison oder wollt ihr, dass das ein guter Führungsspieler und ein guter Trainer für euch ist? Ja, ich glaube, sowohl als auch. Also wenn du jetzt eine Mannschaft hast, wo halt der Stürmer fehlt und da kommt ein überragender Stürmer, dann passt es. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft davor vom Brauni sehr, sehr viel mitkriegt hat von seiner Erfahrung. Also das will ich ja gar nicht irgendwie schmälern oder sonstiges. Ich habe nur versucht halt, weil ganz häufig ist dann halt, wenn jemand vor dir da war, ist die Erwartung halt riesengroß. Und dann musst du da ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, hey Jungs, da kommt kein Braun 2.0, sondern halt ein bisschen was anderes. Wie sieht es denn aus? Du hast vorhin schon das Thema angesprochen. Klar, Erfolg muss auch da sein. Jetzt war Wittendorf die letzten Jahre, also man könnte es tatsächlich ein bisschen abhausen, auch wie jetzt bei uns hier beim FC Rottenburg. In der Landesliga durch diese Corona-Saison ist man vielleicht das ein oder andere Mal auch dem Abstieg entkommen, obwohl es vielleicht verdient gewesen wäre. Beide Mannschaften sind jetzt wieder in ihren Bezirksligen unterwegs. In Rottenburg geht der Blick klar nach oben, das ist auch so kommuniziert. Wie ist es in Wittendorf? Ja, wir haben keinen Druck im Trainerteam. Also der Vorstand kam jetzt nicht und sagte, wir müssen auf jeden Fall wieder hoch. Aber es ist halt schon mit so einem Kader, mit der Qualität, muss es schon auch unser Anspruch sein, da auf jeden Fall oben mitzuspielen und Platz 1 und 2 anzupeilen. Aber wir haben da gar keinen Druck. Also selbst wenn es diese Saison nicht klappen würde, glaube ich nicht, dass das ein Weltuntergang wäre. Was macht für dich die Bezirksliga Nördlicher Schwarzwald aus? das ist eine gute Frage. Ich glaube, also in den letzten Jahren würde ich sagen, dass es viele Mannschaften gibt, die auf ähnlichem Niveau spielen. So, man kann sie eigentlich so in zwei Klassen einteilen, so zwischen 1 und 9 kann jeder gegen jeden gewinnen und dann auch unten rum. Aber auch die unteren gewinnen häufig dann, also jeder kann gegen jeden gewinnen. Das ist so diese verrückte Liga. Also am Anfang, so wie es jetzt gerade auch aussieht, so die Favoriten gewinnen ihre Spiele, ja. Und dann kommt aber meistens so eine Phase, wo dann ganz skurrile Ergebnisse kommen, oder wo du dir dann am Sonntagabend da reinguckst bei fußball.de und sagst, was, wie geht denn das? Ja, und ich glaube, das ist so das Besondere in der Liga, dass da nach einer Zeit jeder gegen jeden gewinnen kann. Gestern Feldorf Bierlingen gegen Wachendorf. Warst du zufällig zuschauen? Nee, leider nicht. Ich war gestern ein bisschen angeschlagen, sage ich mal, vom Freitag. Und zudem ist Samstag dann, wenn wir nicht spielen, auch so ein bisschen Family Day. Ja, und dann hatten wir gestern Abend den Kleinen bei Schwiegereltern. Sprich, wir hatten dann auch noch gemeinsame Zeit mit Frau. Dann muss man das auch mal nutzen. Völlig richtig. Aber so grundsätzlich, ich hab's einmal zu ihr gesagt, hey du, wir könnten eigentlich auch nach Wachendorf. ich hab dann nur einen bösen Blick gekriegt und dann wusste ich, heute lieber nicht. Also ich sage es ja nur, das Spiel wäre halt. Ja. Genau. Mit welchen Gefühlen oder was denkst du über das Ergebnis? Ja, mich hat's gefreut. Also ich bin ja schon auch mit den Spielern im Guten auseinander. Es war jetzt nicht irgendwie, dass wir im Schlechten auseinander, auch mit dem Verein grundsätzlich kann man sich immer noch in die Augen schauen. Und ich werde sicherlich auch das ein oder andere Spiel mal angucken, wenn es möglich ist. Hat mich gefreut, weil Derbys zu gewinnen ist halt immer was Besonderes. Ich kann mir vorstellen, wie es danach dann im Sportheim noch rund ging. Falls jemand zuguckt, schöne Grüße nach Wachendorf. Überragend. Nee, ja. Derbys sind immer gut, vor allem gegen Feldorf.
die muss ich gewinnen. Was mich jetzt noch interessiert, du hast vorhin was zum Thema Tore schießen und Positionen gesagt. Wir haben letztes Jahr Wachendorf gegen Feldorf, nee, Feldorf gegen Wachendorf gestreamt, oder? Wir waren in Feldorf, glaube ich. Genau. Da, wenn ich mich nicht irre, hast du da in der Innenverteidigung, also ziemlich weit hinten gespielt. Ja. Und jetzt aber, also jetzt bist du so weit vorne gerade. Was ist denn deine Position eigentlich? Ja, grundsätzlich sagt man schon immer so Allrounder, weil ich eigentlich jede Position spielen kann. Bin aber ursprünglich wirklich gelernter Innenverteidiger. Und dann ging es einfach so über die Jahre hinweg immer wieder mal eine Position weiter nach vorne. Geil. Ja, und dann, ich glaube das erste Mal, ja, ich glaube mit 18 Landesliga-Saison, da war ich in Easing, meine erste Landesliga-Saison. Da war ich dann auf einmal Stürmer. Und dann klappt mit 24 Tore oder so. Oh. Und seitdem hieß es dann so, ja, der muss vorne spielen. Ja. Geil. Wenn man halt in Wachendorf, ich habe mich dann halt immer angepasst, so, okay, wo könnte ich den besten Mehrwert bringen? In Wachendorf haben wir es noch ein bisschen extremer gespielt, meine Spielidee des Ballbesitzfußballs auch in der Bezirksliga. Da haben am Anfang ja auch alle zu mir gesagt, du wirst scheitern, das haben schon mehrere probiert. Ich glaube, wir haben das aber trotzdem ganz gut gemacht. Wobei man sagen muss, wenn man meine erste Saison in Wachendorf mal anguckt, da haben wir das erste Spiel gewonnen, dann haben wir 4-mal in Folge verloren. Dann waren natürlich gleich wieder die Stimmen laut, so von wegen, ja, Ballbesitzfußball in der Bezirksliga funktioniert halt doch nicht. Und dann haben wir 9 Spiele in Folge gewonnen. Sehr gut. Und dann kam Corona, also so. Ja. Funktioniert schon. Wir haben jetzt so ein bisschen eine Abwandlung. Klar, man muss sich ja dann auch seiner Mannschaft den Gegebenheiten anpassen. Es ist jetzt nicht mehr so, dass ich drauf poche, dass wir 100% Ballbesitz haben oder 70%. Aber ja, wir spielen schon auch noch Fußball. Aber gerade in Wittendorf auf diesem kleinen Platz stelle ich mir das sehr, sehr schwierig vor, weil da halt automatisch, also du wirst ja immer vorne angelaufen, weil das ja, also was geht ja gar nicht anders auf dem Platz, ja, so gefühlt. Ja, wobei, ich glaube, welches Spiel war es? Dietersweiler war bei uns, ja. Da haben wir 6-0 gewonnen. Die sind nicht wirklich vorne angelaufen. Okay. Die standen kompakt vor dem eigenen 16er. Die wollten halt einfach kein Tor kriegen. Und dann heißt es halt einfach Geduld. Ja. Du bespielst, hast vielleicht auch die eine oder andere Chance. Ich glaube, wir haben 25 Minuten lang das Gefühl gehabt, sag mal, jetzt muss doch irgendwann, ich glaube, nach 17 ist 1-0 gefallen und dann ging einfach gar nichts mehr bis zur Halbzeit. Es ging nichts mehr. Obwohl wir so mit dem 1-0 im Rücken eigentlich echt einen guten, so, es war ein gutes Feeling auf dem Platz, aber ja, der kleine Platz, der kann uns schon auch eventuell noch den ein oder anderen Punkt kosten. Wenn du das da gut verteidigst, dann ist es echt schwierig, Tore zu schießen. Aber es ist ultra geil, auch so hinter dem Zaun. Wir haben da letztes Jahr gespielt und das war Saison, der Auftakt, Spieltag 1. Und Wahnsinn, da, ich habe mich da warm gemacht hinter dem Tor und dann sehen da Leute so ältere und dann wirst du auch so ein bisschen dumm angelabert. Aber es ist ultra geil, was da abgeht mit Stimmung und so. Ja, also ich weiß, die Stimmung ist echt gut. Wir haben echt viele, viele Fans, die jetzt auch nach Bayersbronn kamen. Also ich glaube, da waren mehr Fans von uns wie vom Heimverein. Und das ist dann halt schon richtig geil. Das macht dann halt auch richtig Spaß. Ich habe noch eine Frage, das habe ich ja vorhin schon angekündigt, das hast du relativ am Anfang schon gesagt vorhin, dass du dir dann auch damals aus Bochingen raus ein bisschen so das Ziel gesetzt hast, alle 2 Jahre dann eine Liga weiter hoch. Jetzt bist du ja schon eher ein Wandervogel als ein Dauerbrenner in einem Verein. Hat es bei dir System oder ist es, hat sich es einfach so ergeben? Also Hintergrund der Frage ist, ich habe mit dem Heiko Kieferle, kennst du dich ja auch gut, da vor einem halben Jahr oder so mal ein Interview geführt und der hatte dann auch gemeint, für ihn war das einfach immer spannend, neue Vereine kennenzulernen oder immer irgendwo auch eine neue Herausforderung zu suchen. Ist es bei dir Zufall oder hat sich das, hat es irgendwo ein System, dass du sagst, du willst immer irgendwo auch was Neues kennenlernen? Nee, das hat sich meistens so aus der Situation heraus dann ergeben. Vom Bochingen weg hatte ich noch eine Zwischenstation in Rottweil. Die haben damals gegen den Abstieg gespielt in der Landesliga. Und da konnte ich leider, glaube ich, nur 3 Spiele machen, weil ich mir die Schulter ausgekugelt hatte. Jo. Und dann sind wir trotzdem runter mit Rottweil. Und dann hat direkt nach der Saison, das war praktisch dort im Winter hin, dann hat Holzhausen, die sind aufgestiegen aus der Bezirksliga in die Landesliga. Und dann haben die angefragt, sie bräuchten noch einen Stürmer, der uns in der Liga hält. Ja, alles klar, probiere ich, kein Problem. Und das haben wir dann auch, ich glaube, mit 4 Punkten damals auf dem Relegationsplatz haben wir das dann auch geschafft. Das war schon auch ein Erfolg,
Weil ich glaube, vorher hat es aus dem nördlichen Schwarzwald fast keiner geschafft, oben zu bleiben. Und dann erst wieder Holzhausen mit uns. Und im Folgejahr, ja, da sind nur die Wissmann-Brüder dazugekommen. Und die Mannschaft ist so eigentlich gleich geblieben. Da sind wir dann direkt Zweiter geworden. Das war dann halt auch schon mega, mega der Erfolg. Ja, da haben wir damals die Relegationsspiele verkackt, aber nee, System hat es nicht. Das war dann auch wieder im Winter in Holzhausen, wo ich gegangen worden bin, sagen wir es mal. Das war der legendäre Michel-Transfer. Oh. Den hat man, glaube ich, noch nie on air. Nimm uns mal mit. Ja, echt, das würde mich gerade auch richtig interessieren. muss dazu sagen, meine Frau war Physio bei uns im Verein. Und ja, nach 2,5 Jahren, es lief dann in der 3. Saison, lief es halt gar nicht. Es hieß dann so, ja, Holzhausen muss jetzt hoch, weil wir letztes Jahr Zweiter waren. Und dann hatten wir, glaube ich, wir waren 9. oder so. Also es lief halt einfach gar nichts im Winter. Dann hatten wir sind wir mit der Mannschaft so zusammengesessen und haben halt drüber geredet, um was es, ja, wo es denn hebt und so. Und am Ende vom Winter hieß es dann halt, wir planen nicht mehr mit dir und deiner Frau. Und dann kam halt der Transfer von Michel. Völlig, völlig legitim, so läuft der Fußball. Wenn du hoch willst, dann kannst du halt auch mal einen Stürmer austauschen. Ja, im Amateursport, man spricht, ich finde, man spricht da immer viel zu wenig drüber, dass auch der Amateursport ein Arschloch sein kann. Ziemlich, ja. Aber ich habe das damals sportlich gesehen, weil ich glaube, eine Woche später hat dann der FC 07 Albstadt angerufen, eine Liga höher, dass sie mich verpflichten wollen. Und dann hat es halt wieder gepasst. Ja, alles klar, mache ich. Und dann haben wir dort, bin ich im Winter dorthin, da waren wir, glaube ich, auch auf dem Relegationsplatz schon gestartet in die Rückrunde und haben den Nichtabstieg dann perfekt gemacht. Und dann hat sich das so gefügt. War okay. Es ist ja oft so, dass sich Türen schließen und dann wieder öffnen. Ja, also, genau. Ja, aber da war jetzt nicht irgendwie so, ja, ich plane das jetzt mal und sage, ey, ich verlasse jeden Verein immer im Winter, weil ich will dann irgendwie in den nächsten Verein, sondern das ja, waren halt dann so die Ereignisse, die dann so zusammenkamen. Das ist verdammt interessant, die Story kannte ich so noch nicht. Ist cool. Das heißt, du bist quasi in mehrerer Hinsicht bist du der Grundstein für den heutigen Erfolg vom FC Holzhausen eigentlich. Wenn du das so betiteln willst, könnte man schon sagen, ja. Ich könnte mal nachfragen in Holzhausen, ob die das auch so sehen. Ich habe da noch einen ganz guten Draht. Ich habe auch schon echt viele Spiele gesehen. Gerade auch so mit den Leuten, die hinter der Theke sind, mit dem Hausmeister und so. Den frage ich jedes Mal, wenn ich komme, frage ich, wo eigentlich mein Stern auf dem Boden ist, weil eigentlich müssten sie den ja schon lange haben. Ja, nur aus Spaß. Hall of Fame ist dein Trikot retired in Holzhausen. Genau. Vielleicht darf die Nummer 8 nicht mehr vergeben werden in Holzhausen. Ist wirklich so. So, jetzt müssen wir aber hier einen harten Themenwechsel machen. Marco, ich glaube, du verfolgst uns wahrscheinlich ein bisschen. Wir machen immer in den Interviews ein kurzes Format für YouTube, den sogenannten Fragenhagel, und den übernimmt gleich Tom. Da geht es um kurze Fragen und kurze Antworten. Und ich hoffe, du bist vorbereitet. Da bin ich nicht gut drin in kurzen Antworten. Das wird jetzt eine Challenge für dich. Ja. Ich grätsch rein, wenn es zu lang dauert. Tom, du darfst. Also gut, Marco, du weißt, was zu tun ist. Ich stelle die Fragen und du antwortest so schnell und so kurz wie möglich. Wenn es mal 2, 3 Worte mehr sind, dann ist es halt so. Lieber Chat, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Fragenhagel mit Marco Sumso vom SV Wittendorf. Das Format mit den kurzen Fragen und den kurzen Antworten. Marco, lieber Spieler oder lieber Trainer? Trainer. Stürmer oder Verteidiger? Stürmer. Flugball oder flacher Pass? Flacher Pass. Hefe oder Helles? Hefe. Nördlicher Schwarzwald oder Alb? Nördlicher Schwarzwald. Landesliga oder Bezirksliga? Oh, Landesklasse, das ist dazwischen. was ist dein Lieblingsderby im nördlichen Schwarzwald? Im Moment jetzt noch Wachendorf, Feldorf-Bierlinge. Die anderen müssen noch kennenlernen. Sorry. Mit welchem deiner Teams würdest du gerne nochmal eine Saison spielen? Ich glaube mit Holzhausen. Was war das wichtigste Tor deiner Karriere? Das Wichtigste?
Das für mich emotionalste würde ich sagen: 1 und 2-0 im WFV-Pokal, Viertelfinale gegen die TSG Baling mit Albstadt. Alles klar. Mein Spiel des Lebens war gegen SSV Reutlinger. Welches? Wann? Mit Holzhausen, auch im WFV-Pokal, auch Viertelfinale. Okay. Geilstes Spiel der vergangenen Saison? Das ist schwer. Aber in dem Fall wahrscheinlich auch das Derby. Ja, ja. Hinrunde 2-0 gewonnen. Ja. Felder. Auf welches Spiel freust du dich in dieser Saison am meisten? Gegen Wachendorf. Der SV Wittendorf kann den direkten Wiederaufstieg schaffen, weil... Weil wir eine überragende Mannschaft haben. Am Ende der Saison belegt der SV Wittendorf den Platz... 1. Sehr gut. Marco, vielen Dank. Gerne. Interessante Antworten. Der Doppelpack im WFV-Pokal, erzähl mal davon. Würde mich auch interessieren. Ja. Ich meine, das ist auch ein Derby. Albstadt Baling, klar. Mhm. War Verbandsliga. Und dann halt im WFV-Pokal, ich glaube, es war Viertelfinale oder auch Achtelfinale, das weiß ich nicht mehr genau. Im Albstadion 1-0, Rückpass an 16er mit der Innenseite in Winkel und 2-0 dann gegen den riesen Flum ein Kopfballduell gewonnen bei einem Eckball, ist 2-0 gemacht. Das war schon von jemandem, der aus Baling kommt und da auch schon seine Fußballschuhe geschnürt hat, war das echt mega. Wir haben es gewonnen, also wir haben das Spiel tatsächlich auch gewonnen gegen Baling, wir haben es ja damals ausgeworfen. Geil. Ich glaube 3-1. Da erinnert man sich dann auf jeden Fall nochmal dran. Ja, auf jeden Fall. Das vergisst man nicht. Ja. Geil. Vor allem, wenn du dann an der Balinger Bank vorbeigehst und da jubeln kannst. schon Weltklasse. Echt überragend. Würdest du auch vor der Wachendorfer Bank jubeln? Oh, sehr gute Frage. Da würde ich mich ein bisschen zurücknehmen. Weil ich einfach auch noch echt gut bin mit den Jungs. Gut, das ist doch top. Und dann noch... Entschuldigung, Moritz, du darfst. Mich würde noch interessieren, das Spiel deines Lebens gegen SSV Reutlingen. Ja, es war im Aufstiegsjahr von Holzhausen. Wir so als 16, Landesliga... 16, oder? Ja, da darfst du mich nicht fragen. Du meinst Aufstiegsjahr von... von der Bezirksliga in Landesliga. Genau, glaub, wir 16, waren grad, 17, ja. Wir haben gegen den Abstieg gespielt und dann kam praktisch der SSV Reutlingen. Ich glaube, wir haben 7-1 verloren und wir hatten ziemlich viele Verletzte und dann kam der Ono Hepkesken auf die Idee, Sumser, weißt du was, du spielst heute Sechser. Ich war jetzt aber noch nie bekannt als Laufwunder. Und ich erinnere mich an das Spiel, weil ich 20 Minuten lang einfach... die ersten 20 Minuten lang keinen Ballkontakt hatte, ich nur hin und her geschoben bin, nur, dann hatte ich einen Zweikampf gegen Schachtschneider vor unserer Viererkette, verliere ihn und steht 1-0. Also du hast so 20 Minuten keinen Ballkontakt und dann der eine Zweikampf, den du dann verlierst, dann klingelt es direkt. Das hat so richtig nicht Spaß gemacht. Aber das war trotzdem eine richtig coole Erfahrung mit der Mannschaft halt. So als Bezirksliga-Aufsteiger dann gegen SSV zu spielen und die Fans von denen da im Rücken, ich glaube, da kleben heute noch auf dem Klo in Holzhausen irgendwelche Sticker vom SSV, die sind von genau dem Spiel. Geil. Also wenn ihr das nächste Mal aufs Klo geht in Holzhausen und die Sticker seht, wisst ihr, woher die kommen. Sollten wir mal wieder hin. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, jetzt haben wir sehr viel über deine ehemaligen Vereine gesprochen, was dich als Trainer oder deine Vereine, wo du gern oder wo du sein könntest, ausmacht. Wie geht's denn weiter? Also du bist ja mit 33 jetzt noch lange nicht am Ende, kickst gerade selber noch. Wie lange kickst du noch? Wenn es nach meiner Frau geht, ist das die letzte Saison. Aber ich glaube, das sagt sie jedes Jahr. Nee, also man muss ja ehrlich sein, du brauchst einfach mittlerweile 2 Tage, bis du irgendwie... wieder einigermaßen laufen kannst, wenn du alles gibst. Die brauche ich auch. Vor allem auf dem Kunstrasen, also wenn du im Kunstrasen, das Mittwochsspiel, am Freitag, ich konnte kaum laufen im Training. Also die Junge guckt mich dann immer so an, so, hey, was ist mit dir? Ja, ey,
komm mal in mein Alter. Ich habe das früher, ich sage das immer, ich habe das nie geglaubt, wenn es einer der Älteren zu mir gesagt hat, werd erst mal 30 und spiel dann 90 Minuten auf dem Kunstrasen, dann reden wir weiter. Aber es ist tatsächlich, ich bin auch jetzt so fit wie, glaube ich, seit 8 Jahren nicht mehr. Da auch nochmal Grüße an Zecke, der uns da echt auch schleift. Da ergänzen wir uns ganz gut, weil ich bin jetzt nicht bekannt für Schleifen. Aber wir sind richtig fit. Jetzt seid ihr umgeflogen. aber ich schätze mal, schon noch 1, 2, 3 Jahre werde ich weiterspielen. Und dann in Richtung Trainer soll es schon. Also so ist mein Ziel ist, dass ich habe zwar immer noch keinen Trainerschein. Das ist auch so eine spezielle Geschichte. Aber so 2, 3 Ligen höher würde ich mich schon sehen. Ich weiß schon, dass jetzt das ist wie mit dem Profi werden auch. Du musst sehr, sehr früh in Nachwuchsleistungszentren sein und da, um irgendwie ganz weit nach oben zu kommen, das habe ich mir schon lange abgeschminkt, aber mir ist einfach das so dieser Fortschritt wichtig, egal ob das jetzt mir persönlich ist oder ob das meine Spieler oder meine Mannschaft betrifft. Einfach immer Weiterentwicklung, das finde ich ganz, ganz wichtig, auch als Trainer dann. Wir müssen kurz die Frage aus dem Chat, wenn da eine kommt an dich. Was macht für dich Amateurfußball aus? Das Zusammensitzen danach, so die Gemeinschaft generell. Also ich glaube, so aus der Erfahrung kann ich sagen, ja, man sitzt auch in einer Verbandsligamannschaft zusammen, ja, man sitzt auch in einer ambitionierten Landesligamannschaft, sitzt man auch zusammen, aber es wird weniger. Also umso höher du kommst, umso weniger wird die Zeit nach dem Training oder nach den Spielen gemeinsam. Also so, das ist wirklich so als das Geilste am Amateursport sagen. Einfach eine krasse Gemeinschaft. Wir sind jetzt schon echt lang drauf, aber mein alkoholfreies Hefe, das reicht vielleicht noch für ein oder zwei Fragen. Wann ist Treffpunkt nachher, Marco? Wir treffen uns schon zur zweiten. Spielen am 1, sprich, ich habe jetzt noch so eine Stunde 15, bis ich dann dahin fahre. Aber ich fahre ja 30 Minuten. Mhm. Dann supporten wir ja schon unsere zweite und andersrum danach. Ja. Wie sich's gehört. Völlig richtig. Und dann darfst du noch einmal euer Spiel heute Mittag tippen. Wie geht's aus? Wie läuft's? Wer gewinnt? Wir haben ja gar nicht über den Gegner heute gesprochen, stimmt. Ich finde Gündring sehr faszinierend die letzten Jahre, weil ich selten eine Bezirksliga-Mannschaft gesehen habe, die so gut verteidigen können. Also in der Mannschaft, egal in welcher Formation, die machen das richtig, richtig gut. Wir haben uns mit Wachendorf immer schwer getan. Ich glaube, in der Bezirksliga keine bessere Mannschaft, die vor dem eigenen 16er, ich sage mal, das ist das Chelsea der Bezirksliga. Aber das Chelsea aus 2012. Die machen das echt richtig gut und deswegen tippe ich 3-1. Sehr gut. Bin gespannt. Ich hoffe, du hast mitbekommen, dass es da eine überragende Quote gibt aus den Menschen, die bei uns gegast waren. Ja. Okay, sehr gut. Dann bedanken wir uns für eine sehr interessante Stunde mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Also wir wissen nach wie vor das sehr zu schätzen, wenn sich sowohl Spieler als auch Trainer vor dem Spieltag bei uns hier zeigen. Wir haben durchaus auch schon Anfragen gestellt und dann die Antwort bekommen, ja, jetzt gerade ist es irgendwie nicht so günstig oder vorm Spiel ist nicht so cool. Also es ist sehr nett von dir, vielen Dank. Hat uns sehr gefreut. Und wie immer gilt es jetzt für die Leute, die live dabei sind, beziehungsweise sich das vielleicht nochmal angucken wollen, alle Zusammenfassungen in Ton und Bild gibt es bei YouTube oder Spotify im Laufe der kommenden Woche. Also wenn du mal reingucken willst und da auch eine Analyse starten willst, Marc. Ja, auf jeden Fall. Kannst du auf YouTube vorbeigucken. Interviews sind jetzt nicht so meine Stärke eigentlich. Ja, aber muss ich da auf jeden Fall noch nacharbeiten. Nee, du bist auf jeden Fall ein sehr angenehmer Gesprächspartner, das muss man sagen. Danke. Ganz kurz, ich wollte noch ein, zwei Sätze zu euch sagen. Ich verfolge euch echt schon, ich glaube, von Beginn an. Manchmal mehr, manchmal ein bisschen weniger, so wie man den auch die Zeit findet. Aber ich finde es echt gut, was ihr macht. Also ich glaube, so ein bisschen Feedback, ich finde es echt super, dass sich jemand um den Amateursport hier in der Region kümmert. Weiter so. Vielen Dank. Vielen Dank. Nehmen wir gerne mit auf.
So, also jetzt raus aus dem Internet und rein auf den Sportplatz. Marco, vielen Dank für deine Zeit, viel Erfolg heute Nachmittag und Dankeschön. Drei Punkte sind gesetzt, ist ja klar. Auf jeden Fall. Also mach's gut. Marco. Ciao. Ciao, mach's gut. Danke, Marco, ciao.